Hallo, Jungs, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Dinos! Schaut euch an, unser Piratenschiff nimmt immer mehr Formen an und wird größer und größer. Wir haben kleine Vögel, die uns hier. Oh Gott, ich dachte, wir müssen. Wal, aber es ist nur ein Hai. Wir werden verfolgt, wir werden angegriffen. Ich kümmere mich drum, Izzy. Ein kleiner Vogel will hier irgendwas von uns. Getroffen habe ich ihn. Der ist kaum schneller als wir, ne? Der kann gerade so mithalten mit uns. Ich glaube, wir haben ja letzte Folge eine Plant Species X geplantet, obendrauf. Aha. Ich glaube, die Blätter bewegen sich sogar mit dem Fahrtwind. Das wäre krass. Oha! Junge, was für ein Jumpshot war das? Kannst kurz anhalten? Ja. Ich bin gesprungen und dann bin ich voll nach hinten geflitscht, weil wir fahren. Und im Sprung habe ich ihn geschossen und getroffen. Und er ist da hinten irgendwo gestorben. Okay, ganz weit davon, danke. Wir sind jetzt voll im Sumpf, ne? So komplett im Sumpf. Ah, hier vorne beginnt der Sumpf. Oh ja. Da beginnt er. Ja. Und Izzy hat im Sumpf letzte Folge auch noch eine Plant Species X gefunden. Er ist ein bisschen rumgeflogen mit der Agathe und hat einiges erkundet. Also schaut da vorbei. Jeden Tag, ihr wisst, kommt eine neue Folge. Immer abwechselnd. Einmal bei Izzy um 14 Uhr, einmal bei mir um 14 Uhr. Und das ist eine Verteidigungspflanze. Die hatten wir früher schon mal. Wenn die groß gewachsen ist, dann wird die auch hier uns verteidigen können. Wir brauchen dafür zum Geschütz. Dafür brauchen wir Wasser, dass immer schön Wasser drin ist und Fertilizer. Und deswegen haben wir vorhin auch einen Kompostbin. Habt ihr vielleicht gerade schon beim Rumgehen kurz gesehen. Ich bin aber auch noch dabei, hier, so, schön unser Reling zu bauen, dass unser Piratenschiff einmal noch ein bisschen schöner wird. Gut, dass ich Holz gefarmt habe. Wirklich, also das ganze Holz, was Izzy gefarmt hat, ist jetzt schon zur Hälfte verbaut worden. Guck mal links, die ganzen Mangroven, was das für ein riesen Sumpf ist. Ist wirklich krank. Oh, da hinten ist schon dickes Krokodil. Ich sehe, auf jeden Fall Shrike sehe ich. Sako, glaube ich, ne? Heißen die. Ah, ja, das ist ein. Das ist was anderes. Das ist so schnell im Wasser. Junge, der ist so schnell im Wasser. Kommt dazu, der kommt zu uns! Hau ab, Izzy! Was ist denn mit ihm falsch? Hau ab, der ist wirklich bei uns! Junge, wie schnell ist der denn? Was hat denn der für eine Range? Warum ist denn der so schnell aggro? Junge! Ich dachte, das sah aus wie ein Bug, wie schnell der aus dem Sumpf rausgeschossen kam. Und sind aber, wir sind Piraten! Boah, wie viel Schaden du machst! Alter, wir sind Piraten! Lass uns in Ruhe! Und ich habe nicht mal die gute, die muss ich gleich noch mit dir tauschen wieder, Izzy. Sako Level 10, boom, down! Achso, okay, Level 10. Aber ist der noch kam echt. Der kam so rausgeschossen hier. An Land war noch relativ langsam. Nee, das ist was anderes. Das ist ein Karo. Der ist Low-Level. Der bringt, ist egal. Ich glaube, hatten wir einen Sattel von dem gefunden? Ich glaube, das verwechselst du. Haben wir die Kiste verloren mit den Satteln? Nee, die ist noch da. Okay, gut. Wir haben nur verloren die Räucherkammer und die große Kiste, aber da waren halt Klamotten drin. Okay. Was für Palmen hier. Richtig Karibik-Feeling. Die ganzen hohen Palmen hier am Strand. Ich sag immer Palmen. Ich sag immer nicht Palmen, ich sag immer Palmen irgendwie. Palmen. Palmen. Jeder weiß, was gemeint ist. Hä? Was war das? Wir sind, glaube ich, ein bisschen wir sind gekentert. Wir sind aufgelaufen. Ich habe irgendwo kurz. Ja, du hast so ein hässliches Ceiling irgendwie ins Boot reingebaut. Scheiße. Ja, das ist, weil es. Da kannst du kurz anhalten. Ja. Danke, dann kann man wieder runterspringen. Ich guck einmal, wo ich was gebaut habe. Ich sehe es aber nicht. Dafür musst du wahrscheinlich die ganze Wand wieder abreißen. Das ist die ganze Ecke vom Lagerfeuer quasi. Also aber außen, das oder? Wenn du nach hinten rausguckst, dann ist das hintere linke Fenster. Ja, von außen kannst du es sehen. Und da hast du so ein Geländer einfach in die Wand reingebaut. Oh, ich sehe kleine Itchis. Hallo. Oha, Level 145. Was ist der? Was ist der? Fisch, oder? Aber ich habe keinen Fisch. Oh, ich habe gebratenen Fisch, aber das bringt nichts, oder? Ich glaube nicht. Wobei, versuch's mal, ja? Aber er ist auch schon wieder abgehauen. Ah, hier, nee, einer ist noch da, einer ist noch da. Aber der ist nur, der ist ein bisschen niedriger vom Level. Hallo, Fischi! Komm her! Komm her! Wobei, Izzy, wir können ihn eh nirgendwo Haie, glaube ich, ohne Ende. Wir hauen lieber ab. Weil, weißt du, der wird uns ja... Oder sind das Itchies? Ich glaube, es sind Itchies. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu gefährlich, den zu zähmen, weil der, wenn wir den haben, wo tun wir ihn hin? Wenn er dem Boot folgt, wird er immer angegriffen werden von Haien und so. Das ist leider, also ich hätte auch gerne einen, aber es ist ein bisschen zu gefährlich. Und dann kommen die Wale, wie immer. Aber ich habe immer noch nicht gesehen, wo jetzt... Ach, das hier ist es, ne? Ah ja, Wooden Raining. Wenn du reingehst, dann kannst du einfach die hintere linke Mauer abreißen. Ich kann es auch einzeln abmachen. Ah, perfekt. Und, aber kannst du trotzdem noch einmal kurz anhalten? Ich will einmal kurz gucken, ob ich nämlich mit dieser Railing, weil wir haben hier ein bisschen halt gebaut, ob man das noch ein bisschen nicer jetzt vielleicht machen kann, indem man, dass es mehr Sinn macht, was wir hier haben. So nach vorne, so was Schräges ran.
Wäre cool, wenn du die Schrägen, die jetzt innen sind, wieder nach außen packen könntest, ne? Ja, wobei ich finde es gar nicht schlecht, dass die innen sind. Dann müsstest du noch irgendwas hier erweitern vielleicht. Oh Gott, ich werde angegriffen. Oh mein Gott. Und ganz viele. Sowas von viele Haie. Aua, die haben mich runtergehauen. Oha. Oh mein Gott. Ja, komm hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kannst du mir einmal die Dings wechseln? Die, ja. Ein Crossbow. Achso, du hast den, ja. Dann können wir nämlich... Hast du noch Schüsse genug? Ja, hab ich. Okay. Wechseln wir immer Leute je nach Folge hin und her, damit man hier, weil der ist halt so krank. Also wenn wir nochmal einen zweiten davon finden, wäre auch stark, weil mit dem hier, also da reicht halt ein paar Mal schießen und so ein Ding ist tot einfach. Wir wurden irgendwie angegriffen. Fahr mal weiter, fahr mal weiter. Hä, fahr stimmt, weiter. Wir werden weiter angegriffen. Oh, was mit Agathe? Ja, drehen wir um zu Agathe. Die hat sich irgendwie herausgefordert gefühlt. Sie, ja. Also ich weiß nicht, wie Agathe bitte getroffen wurde. Aber... Ja, kannst wieder anhalten, ich lande sie. Oder ich wünschte, ich könnte sie landen. Sie kommt. Nee. Ja, du musst mal auf die andere Seite gehen, wo nicht Anke steht, dann... Ja, genau. Jetzt, ich hab sie, warte kurz, anhalten noch und... Jetzt runter und nicht mehr folgen. Ja. So. Jetzt läuft das Ding wieder. Okay, also das muss weiter halt wachsen. Wir haben gerade kein Wasser mehr. Also muss immer einzeln nachfüllen. Aber ich habe gerade ja auch noch Plan. Was Geile ist, wir können ja während der Fahrt einfach Wasser auffüllen, weil man muss sich ja nur auf die Treppe stellen und steht im Wasser drin. Genau. Also wir haben so krass viele Vorteile auf diesem Floß, ja? Kannst du noch einmal kurz langsam fahren? Okay. Danke. Und du kannst wieder schneller fahren. Und ich laufe einmal nach vorne. Hier ist nämlich unser Kompostbin und ich habe gerade extra wieder ein bisschen Scheiße gesammelt. So, rein damit. Und das dürfte jetzt eigentlich... This structure will slowly convert thatch and poop into high quality compost. Ja, also eigentlich müsste jetzt mit der Zeit, müsste hier raus Kompost werden. Was ein bisschen hässlich ist, ist vorne beim Boot, dass da so mittig irgendwie auch noch so ein komisches halbes Schräg, eine halbe Schräge drin sitzt. Ja, die kann ich nochmal wegmachen. Ja, ansonsten finde ich, es geht eigentlich echt, auch dass das enger ist, ist ja gar nicht unrealistisch eigentlich. Ja, eben, ne? Dass man so ein kleines Teil, der Wasser ist, ein bisschen schmaler ist, ja. Wir können halt das Ding vielleicht nochmal schöner machen mit der Zeit. Irgendwann aus Metall wäre halt geil, weißt du? Aus Metall so ein Taming-Ding, vielleicht auch mit Glas drin, aber Metallglas, was halt nicht kaputt gehen kann. Oh Gott, wir hängen im... geil aussehen. Da ist ein Alpha... Ein Alpha was? Hai. Der kann auch das hier kaputt machen. Der kann es kaputt machen, hau ab, Izzy. Wir hängen fest. Oh nein. Wir hängen in den... Ein Alpha-Hai, ich glaube, der kann uns nämlich kaputt... Der kann unser Boot kaputt machen. Ey, das waren so viele Haie, dass wir in den drin gesteckt haben. Oh Gott, also du siehst, wie tief es ist. Hier können wieder Wale sein. Also fahr kurz vielleicht den Bogen um die herum, aber dann wieder schnell an die Küste ran. Okay, jetzt Vollgas. Rechts, weiter, rechts, weiter, rechts, weiter, rechts, weiter, rechts, weiter, rechts. Warum rechts? Okay, jetzt Vollgas. Okay, ja, ja, sollte. Wir sollten, glaube ich, durch sein. Oha, einfach ein Alpha-Wal. Das ist alles nochmal was für später. Nee, das war ein Alpha-Hai, oder? Meine ich. Alpha-Wal. Alpha, Junge, vom Wal gibt es, glaube ich, keinen Alpha. Das wäre, oder? Doch, vielleicht gibt es das sogar auch. Mit einem Flossenschlag alles zerstört. Jeder Dino tot, komplettes Floß tot, unsere Leben tot, alles vorbei tot. Ich meine, die Leute haben ja geschrieben, wir wären mit einmal tot. Wenn der Wal kommt, der tötet das Floß einmal. Hatte aber nicht, ne? Es hat schon ein bisschen gedauert. Das würde ja bedeuten, dass es auch Wale wirklich über Level 1 gibt, also. Ja. So. Was ist da oben? Es sind alles nur. Was ich auch nochmal geil zum Zähmen finden würde, wäre dieser Dino, mit dem wir zu zweit fliegen können. Aber es ist ja nicht ein normaler Petri. Weißt du, dieser super schnelle Flieger. Ist das der mit. Der aussieht wie ein Petri, nur mit diesem Segel da auf dem Kopf quasi? Genau, der so ein bisschen größer ist. Die sind wohl aber auch sehr, sehr selten. Ja, die sehe ich eigentlich. Die habe ich jetzt schon öfter gesehen. Aber damit kann man. Zu zweit fliegen, ja. Oh, da vorne ist eine Insel. Ist das nicht Kano Island? Lass mal auschecken. Ich komme auf die Karte. Wir sind jetzt ja... Also hier sind wir so, wo wir fast noch nie waren. Man sieht auch, Leute, ich bin in der letzten Folge alleine gefahren mit dem Boot und Izzy ist da währenddessen geschwommen. Ich bin nur an der Küste lang die ganze Zeit, deswegen... Aber wenn ich jetzt darüber fahre, kann es sein, dass ein Wal uns angreift, oder? Ja, vielleicht an dieser Engstelle fährst du besser. Ja, okay, Risiko. Das ist schon die engste, oder? Einfach Risiko. Ich glaube, viel enger wird's nicht. Ich meine, das hieß doch Kano Island oder so. Ja, und da waren nur Kanos drauf. Also es gibt ja einmal die Haribo Island, wo nur Pflanzenfresser sind, und Kano Island, wo nur hauptsächlich Kanos sind. Wir können uns auch zwei Kanos zählen, um zusammen auf Kano-Tour zu gehen, aber ich finde halt Sebi so eigentlich geil. Eigentlich sind wir auch schon über Kano hinaus, ne? Ja, wir sind über vieles hinaus, aber trotzdem haben wir nichts doppelt. Das finde ich schon... Dabei hält doppelt besser, das weiß doch jeder.
Also hier sind auf jeden Fall auch Flugdinos. Ich habe noch kein Kano gesichtet. Ja, aber es muss Kano Island sein. Du kannst mal Richtung von dem blauen Drop fahren. So ein bisschen weiter links. Agentavis. Also an der Küste entlang. Also wenn hier keine Explorer Nodes sind, dann weiß ich es aber auch nicht. Ja, die sind doch überall. Ich guck mal unter Wasser, ob ich hier sehe. Das ist einfach Australien hier, ich sag's dir, wie es ist. Hier muss auch eine Höhle sein, wo diese Komodo-Warane sind. Die, wo wir den Job von hatten, den... den Sattel. Lass mal checken, ob wir hier eine Höhle finden, ja. Ja, dann bleibe ich mal hier an diesem Stück mal vorne beim um Stein. Die herum, aber fahr dich mal um die Insel herum vielleicht. Okay. Oder nee, wusste ja gar nicht. Nee, stimmt. Lande hier. Genau ja, hier ich würde einfach hier außen. Ja. Nicht zu nah ran, nicht, dass irgendwas kommt. Okay, hier anhalten. Hier ist gut. Stopp. Nicht zu weit, sonst wird es wieder nämlich zu flach, zu tief und dann kann ein Wal kommen. Und dann könnten wir. Willst du mit Agathe oder? Ich gehe auf Sebi. Okay. Aber du fliegst mal. Dann machen wir mal das, was wir die ganze Zeit schon vorhatten: dieses zu zweit unterwegs, aber einer fliegt und einer ist so zu Fuß. Aber ich habe noch 12 Relinks. Ich weiß nicht. Ist aber auch nicht so geil, oder? Izzy, schau mal, wie findest du es am Boot? Ich bin gerade schon ein bisschen zu weit reingeflogen. Schau mal rein, weil ich will es einmal noch mal kurz gucken, ob ich irgendwie hier sowas zum. Dass es so ein bisschen besser irgendwie hier aussieht. Das ist eine reine optische Sache, ne? Das bringt jetzt nicht viel. Ich weiß nicht. Also. Dass er so halb irgendwie da drin steckt, ne? Ja, die Treppen sind immer ein bisschen schwieriger halt. Also, mir geht es jetzt hier um das Holz, was nach unten geht, ne? Ja, das ist nicht so geil. Okay. Oder? Nee, das ist nicht so geil. Ja. Nee, das war vorher besser. Aber mit irgendwie sowas in Art. Oder? Ich weiß es nicht so genau. Nee, ich hat auch ein bisschen so. Was Piratenschiff-Feeling-mäßiges, aber irgendwie auch too much. Ja, also irgendeine Kleinigkeit bräuchte man, die nach unten weggeht. Und ich glaube, ich würde halt nicht genauso, wie es hier vorne ist, das schräg. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, warum du unbedingt noch was willst, was nach unten weggeht. Weil ich finde das ganz geil, dass das in der Mitte so schmal ist. Und so. Ich finde, das hat was. Und dann hier so nach vorne. Nur vorne, das hast du weggemacht, ne? Noch nicht, kann ich jetzt wegmachen. Das sieht nämlich blöd aus. Habe ich weggemacht und es ist einfach so nach vorne, geht einfach so rein, ne? Ist auch in Ordnung. Ja, das so Katamaran ist ja vorne auch offen, ja. Okay. Ja, dann lassen wir das hier so. Oder kann man das auch genauso eckig zumachen, dreieckig? Nee, nicht ne? Richtig. Und das hier ist die Foundation, die lassen wir auch. Also wenn ihr Vorschläge habt, Leute, sieht echt ganz cool aus. Schreibt es mal in die Kommentare, ob man eine Kleinigkeit hier noch ranmachen kann. Aber ich finde es auch nicht so schlecht. Ist schon insgesamt cool. Ich finde es insgesamt sehr cool. Hauptsächlich hässlich ist noch ein Steinhaus hier zum Tame. Das müssen wir vielleicht nochmal besser machen. Aber noch geiler wäre es, wenn man ein Riesensegel hätte. Aber das kann man halt nicht ändern, ne? Nee, ich glaube nicht. Aber grundsätzlich ist das schon mal, das ist jetzt der Ansatz von einem richtig coolen Schiff, finde ich. Das sieht richtig cool aus. Voll. Ja. Ich finde es voll geil. Also für Ark-Verhältnisse ultra geil. Leute, da kann man auch mal loben einfach. Ja. Okay, dann wäre ich trotzdem einmal kurz zurück, um meine, einfach nur, um die zurückzulassen. Die das ist voll heiß Dinger. Hier. Stimmt. Ja, weil wir jetzt die heiße Rüstung anhaben, ne? Die ist halt nicht ganz, so gut dafür geeignet. So, die 12 lasse ich hier. Dann habe ich mal wieder ein bisschen mehr Platz. Haben wir denn irgendwas? Apprentice Hide? Nein, Hide ist alles nicht gut. Ramshackle Close. Das bringt halt Heat Resist ein bisschen was. Das nehme ich mal mit. Okay. Ich werde auch nochmal auf Fortitude, glaube ich, gehen, weil ich bin jetzt komplett nackt und es ist trotzdem noch zu heiß. Also es hilft halt, aber es hast du halt nicht nochmal Close Helmet stattdessen anzuziehen, ne? Ja. Aber also will es auch nicht so viel bringen. Du hast Pelz an, ne? Habe ich. Oh ja, stimmt. Das ist ein bisschen sehr warm, glaube ich. Ja, weil das ist halt so. Pelzding ist halt richtig gut, was ich habe. Aber kann das sein, dass es hier irgendwie Friendly Island eher ist? Weil nix da ist oder wieso? Ja. Wow. Wo ist denn meine. Pullman Scorpius, Warzenschwein. Hab ich mich nie gekriegt. Sabertooth! Oh, was? Echt? Sabertooth! Oha, das ist stark, Izzy. Ich komme gleich, wenn ich muss nur immer noch, ich bin immer noch am gucken, weil ich habe immer noch meine Rüstung nicht und will gucken, wo, was brauche ich hier, Lex? Level 140! Oh mein Gott, okay, behalte ihn einfach mal ein Auge oder willst du ihn packen direkt? Ich pack ihn. Okay, pack ihn. Oh mein Gott, Level 140. Hier ist noch ein Pullman Scorpius, der greift jetzt noch an. Okay. Ich hab ihn. Stark, Izzy. Ich hab ihn. Was? Wie geil ist das denn? 140er Sabertooth. Einfach am Strand rumspaziert. Tu ihn ins große Fach. Ins große Fach. kleine Fach, kleine Postfach und hier nochmal ein großes Fächchen, ne? Ist ja, glaube ich, ganz logisch nochmal. Ey, der sieht voll geil aus. Der sieht aus wie ein Tiger.
Oh, das ist jetzt wirklich perfekt. Oh, nice, Izzy. Du hast nichts dran, doch. Da ist er oben, okay. Er hängt irgendwie bei mir so weit oben. Okay, gut, droppen. Nein! Was war das? Okay, aber er ist drin, oder? Aber er ist drin. Der hat mich auf einmal attackiert, er ist drin, ja. Oh, der sieht Mach die Tür zu, wobei, der kann nicht durch die Tür, ne? Nein, der kann nicht durch. Oh, Izzy. Das ist Hammer. So verdammt stark! 140, der letzte war 130, ne? Also wir haben wirklich jetzt zwei ultra gute, man kann es nicht anders sagen. Krass. Der ist aber schon wieder fast tot. Und er ist umgekippt. Der hat keinen Schaden Er ist umgekippt, wir haben ihn. Boah, perfekt. Warum hat der so viel Schaden? Er lebt noch! Er hat nur noch 82 Leben gehabt! Hä? Das war knapp, Izzy. Habe ich vielleicht aus Versehen eine Attacke? Nein, nein, das liegt an mir. Der hat nur 1250 Leben insgesamt gehabt. Oh, und ich habe dreimal draufgeschossen, was halt jeweils fast 400 Schaden macht. Und dann war er fast down. Krass. Also ich habe aufgehört, sobald ich das Blut gesehen habe. Aber, boah. Und übrigens, wenn du verstirbst, so wie ich, du musst ins Wasser gehen, das ist weniger heiß. Ah, okay. Uiuiuiui. Und dann einfach mal wieder aufladen, ne? Ja. Ey, wie krass ist das? Ich sag gerade noch, das ist Friendly Island, weil da ist so gut wie nichts gewesen. Da sehe ich einen aggressiven Dino, dann ist das ein 140er Säbelzahntiger. Hä? Wie krass. Boah. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Guck mal, du hast ja einen abgesucht da auf dem Berg und jetzt einfach auf dieser Insel, wo es irgendwie gefühlt gar nichts so abgeht. Immer so ein Arc. Und man ist einfach am Säbelzahntiger. Immer das, was man, wenn man es nicht sucht, sieht man, wir haben ja auch schon gesehen, ein Quetzal, locker, wenn wir ein Quetzal wieder brauchen, dann finden wir ihn nicht und so, weißt du? Ja, man muss das nehmen, was man bekommt. Ja, man muss immer einfach so das, was halt irgendwie kommt, sich schnappen. Und was mache ich denn jetzt, um, wenn mir zu heiß ist? Wie viel Grad haben wir denn? Also im Wasser ist er... Die ganze Zeit rumschwimmen einfach. Ja. Wir müssen halt einfach nur ein bisschen sammeln jetzt. Wir haben übrigens 39 Grad, es ist schon ganz schön heiß. Das Thema ist, normalerweise könnte man sagen... Es sind 68 Grad, das Wasser hat 39, es sind 68 Grad, das ist Hitze Island, Junge. 68 Grad, was ist das denn? Das Ding ist, man könnte jetzt sagen, wir fahren einfach wieder hier weg, dann ist es auch nicht so warm, aber wir haben irgendwie ein bisschen Schiss, dass der dann nachher backt, oder? Ja, ja. Und wir den dann nachher nicht kriegen, weil das hatten wir ja bei unserem Flugdino. Was gibt es denn für Rüstung, die gegen Hitze ist? Cloth. Also die ganz normale aus... Ja, die hatten wir früher noch, aber ich glaube, das ist genau das, was verloren gegangen ist beim Walangriff. Da hatten wir sogar ganz gute. Das ist ich jetzt ja, aber die können wir uns ja ohne Probleme machen. Ja, ja. Nur nicht besonders gute. Wir müssen vor allem hier aus Fiber. Ja, du kannst uns mal craften. Hier, hier. Ah, sehr gut. Dankeschön. Ah, 36 Grad. Ja. Wie konnte das denn so schnell so viel kälter werden? 34. Ey, wir sind braun geworden, oder? Oh mein Gott, wir sehen krank aus, ja? Sind wir braun? Sie sind braun geworden. Oder sind wir einfach nur dreckig? Also ich glaube, wir sind... Guck mal, wie dunkel ich bin. Stimmt, so dunkel war ich vorher nicht. Absolut recht. Hä? Was ist passiert? Ich glaube, wir sind braun geworden. Izzy, du bist komplett... Was ist passiert? Oh, ich habe mich nicht eingecremt. Mit der weißen Kleidung zusammen, muss ich sagen. Ist doch geil, jetzt sehen wir ja so richtig irgendwie so piratenmäßiger noch irgendwie aus, finde ich. Wir sind wirklich Man Piraten muss immer vorsichtig sein, was man bei sowas sagt, aber ich meine, das sieht irgendwie... Aber nice also, sieht das aus. Oder? Das sieht aus, als würden wir halt irgendwie ein Schiff unterwegs, keine Ahnung. Sieht irgendwie geil. Ja, vor allem, ich glaube, es liegt vor allen Dingen auch an diesem Kopfteil wieder, weil das einfach mehr aussieht wie so ein Piraten... Tuch halt irgendwie. Also gewaschen haben wir uns eigentlich häufig, weil wir immer wieder rein ins Wasser sind. Ja, aber du hast recht, auf dieser Insel sind fast keine Tiere. Also sind ist ein Adler, ein bisschen, also allgemein ein bisschen Flugtiere sehe ich. Oh, hier ist noch ein Sabertooth. Und der ist holst Level... Holst du Primate? Nee, weil wir haben ja... Ja, kriege ich von den Sabertooth Ist in Sebi noch Primate drin? Nee, ne? Ich schau mal nach. Nein, ist es nicht. Da musst du da was holen. Hier sind noch mehr Sabertooth. Sind so viele. Hinten ist ein Rex gewesen, glaube ich. Also hier sind einige Sachen. Kommst du mit der Garde nach? Dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ja. Komme. Ich hoffe mal, wir müssen uns keine Sorgen machen, aber die Seite der Insel sieht ja sehr, sehr safe eigentlich aus. Also hier ist es nicht safe, wo ich bin, aber ich bin halt ganz gut unterwegs, ne? Aber da, wo wir geparkt haben, sieht es ja eigentlich freundlich aus. Ja. Hoffe ich mal, nee, das dass wir das mal kurz alleine lassen können. Und so schnell wacht er ja auch nicht auf. Okay, ich bin jetzt bei dir. Okay, ich halte mal kurz hier inne. Hier ist wieder Sabertooth? Ja, ja, die verfolgen mich der die ganze Zeit. Der folgt dir, ne? Ja, ich töte ihn jetzt. Ah. Ist Level 30. Oh, zwei sind's.
Sehr gut. Die geben leider kein Primeat, glaube ich, ne? Wir wollen nee, ja nur ein, zwei Primeat reichen. Drei Stück reichen da. Was ist mit den Adlern? Geben die Primeat? Ja, nee, ne? Ich glaube, ja, die können wir gleich. Ich glaube, die geben einen Primeat oder so manchmal. Okay. Das lohnt sich schon. Das ist 75. Komm her! Du sollst mal landen, dann hole ich ihn mir. Ja, ich glaube nicht, dass er auf die Idee kommt, im Kampf zu landen. Nee, das stimmt. Dann wäre das hier Stupid Island. Stupid Island ist eher da, wo Team Dizzy wohnt wahrscheinlich. Ja. So, ich hole ihn jetzt mal. Jetzt guck mal mit der Axt. Und? Nee, 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 gab nicht. Gibt der Sabertooth Dein ist ein roter so? Drop, Junge! Ehrlich? Ja! Ich weiß ja, ob er hier auf der Insel ist. Aber ein roter Drop wäre halt... Sollen wir tauschen? Willst krank. Du fliegen? Ich bin gleich fast genauso schnell wie du. Aber der ist ja nicht hier auf der Insel, oder? Dann ist er doch, doch. Am Ende. Der ist am Ende der Insel. Ehrlich? Der ist bin so blass Bin ich schneller als du? Nee. Wenn du springst bestimmt, oder? Ja, du bist ticken schneller, aber echt nicht viel. Also das Springen ist halt saustark. Ach, der ist einfach noch nicht runtergekommen, der Drop, oder? Ja, kann sein. Kommt der da oben? Ja, ja, der kommt noch. Okay. Der wird genau hier landen und der ist hier krass. Ja, ist noch ein kleiner... Können wir den roten Drop überhaupt schon öffnen? Das werden wir gleich sehen. Ja, vielleicht brauchen stimmt. wir Level 75 dafür, dann wäre es knapp nicht. Aber Level 70 bin ich ja. Ich weiß nicht, was die Grenze ist dann. Okay, lass uns mal kurz ein bisschen irgendwas töten. Da hinten war ein Rex. Komm, wir holen uns den Rex einfach. Ich glaube, das geht. Ehrlich? Du kannst schon mal ausschaffen, welches Level der hat. Wo ist der Rex denn? Ist der am Strand? Ufer entlang, ja. Kann auch sein, dass er schon tot ist. Der hat gerade gekämpft. Das war ein Rex oder ein Allo. Auf jeden Fall etwas, was Primeat gibt. Und ich bin mir, Scorpius auch hier. Bin mir recht sicher, dass früher... Ja, der ist egal. Da hinten sind noch ganz viele kleine... Kanos auf jeden Fall hinten. Ja, Kano reicht ja auch. Noch Sabertooth da hinten. Ich meine, wir sind auf Kano. Hier sind ganz viele Raptoren. Okay, kannst du mir mit den Raptoren helfen? Ja. Sind so fünf Stück hier. Will ich nicht alleine machen. Alter Junge! Junge! Alter Schwede, das viele. Oh, die ganzen Zahlen! Rauf da, Junge! Wir sind wieder back, Junge. Das ist Dizzy vs. Dinos. Das ist sowas von Dizzy vs. Dinos, Junge! 5 FPS, ich fühle mich wieder wie 2015. Aber wir töten alles! Alter Junge, Schwede. Ich bin hier gar nicht durch. Ich bin auch nicht mehr richtig durch. Aber ich habe mein Leben oben rechts im Blick, Leute. Ist kein Stress, alles ist gut. Wir essen alles auf. Es sind einige Millionen Adler noch da. Agarde geht's auch gut. Das Wichtige ist, dass alles hier gut geht, Leute. Und oh, komm mal, Scorpius hinter dir. Jo. Sogar nicht, dass er dich ausnockt. Ja, wenn er mich ausnockt, mache ich ihn so fertig. Also dann steige ich ab, wenn er sollte meiner hier... keinen Stamina mehr haben. Ja, haben wir. Einfach alle weggesnackt. Oh, da vorne wieder Explorer Note, wie angekündigt. Ja, hier ist krank Explorer Note, aber erstmal holen wir den roten Drop gleich und zähmen. Und dann können wir, aber hier ist perfekt, weil hier können wir wirklich dann mit zwei Sabertooth, Izzy, werden wir hier einen Level Run machen. Mit zwei Sabertooth werden wir nämlich ja, hier sowas stimmt. von durchgehen. Wir müssen jetzt aber den Kano schnell finden. Ich glaube, er ist getötet worden, kann es sein? Ich weiß es nicht. Nee, der ist da. Der Wo? Ist da vorne auf der Extra-Insel. Okay, dann schnell hin. Oh, der wird aber jetzt gleich getötet. Oh, so schnell es geht dahin. Dass wir das bekommen, nämlich. Wieder hier rein. Ja. Oh mein Gott. Ja, wir könnten ihn bekommen. Oh, jetzt bloß nicht, dass der Adler den holt, aber... Bau du ab, ja, ja, du ich hab bekommen. Ich hab bekommen. Nur drei Stück, Wie aber viel? Es reicht. Drei Stück. Da hinten ist noch ein Kano. Ja, dann reicht es. Komm hier mit, oder ist es der... Nee, doch, es ist ein Kano. Und dahinter ist ein Rex. Okay, komm, wir holen noch den Kano hier. Ich muss noch gegen den Agentavis hier kurz kämpfen. Okay. Ist jetzt down? Ja, ist jetzt down. Alles gut, bei mir ist auch easy. Den hol ich easy. Nice. Ja, jetzt haben wir nochmal einen. Krass, der gab nur einen. Ist noch ein T-Rex? Ja, den ignorieren wir erstmal. Und wir laufen straight zurück zu, zum Schiff. Und holen uns da mal eben... Ich liebe den Sabertooth! Oh mein ist Gott, geil, ne? Ist der nice. Noch einer hinter dir, greift gerade an. Okay. Und natürlich ist es ganz, ganz geil, dass du gerade auch fliegen kannst und hat auch Vorteile. Aber zwei Sabertooths sind noch cooler einfach, wenn man so nebeneinander reitet. Anderer Vibe, ja. Das ist einfach... Wobei es schon cool ist, dass der eine von oben so die Übersicht hat und der unten dann angreift und so ist auch geil. Ja. Alter, hier, ich habe gerade zwei Sabertooths getötet. Einer Level 30, einer Level 10. Aber du hast den 140er gefunden. Perfekt.
Das ist so geil, ne? Das hat einfach so gut geklappt jetzt. Ich meine, also, gut, wir haben ihn noch nicht getamed, aber... Aber fast. Aber fast. Das ist auch die beste Idee, dass wir einfach die Front vom Schiff umgebaut haben zum Zähmen. Ja. Und wenn er aufwacht, ja, dann ist er halt immer noch eingesperrt, ne? Selbst wenn es so wäre. Ja. Und er kann halt auch nicht angegriffen werden, außer aus der Luft. Also, das ist so eine gute Variante einfach. Ja. Voll. Zack. Okay. Moin, moin, Kleiner. Jetzt kriegst du erstmal Eier, schnell. Hier rausholen. 1, 2, 3, 4. Das sollte auch reichen. Und rein damit. 1, 2, 3, 4. Und das sollte eigentlich direkt gezähmt werden. Okay, er kriegt nur 31%. Das heißt, er muss 4 Stück essen. Aber 2 hat er direkt gegessen. Also, hat er denn 4 Stück? Ja, ja. Ich habe ihm 4 gegeben. Ah, er hat 3 gegessen. Okay, er hat 3 gegessen. Er hat 93%. Den nächsten, den er isst, hat er. Ich tue mal als Backup noch ein bisschen Fleisch rein. Dass es nicht daran scheitert, dass er es irgendwie verdirbt. Der ist jeden Moment fertig. Wir brauchen noch einen Sattel. Der sieht voll cool aus, weil er aussieht wie so ein Tiger. Und das ist auch generell cool, dass die beide so unterschiedliche Farben haben. Das ist ein Tiger. Was? Weißt du was? Was? Die sind Mate Boosted, das ist Male und Female auch noch. Ja! So geil. Sebi und... Sabine. Ja. Sebi und Sabine. Wer, also die werden krank. Du hattest den Sattel, glaube ich, gemacht für ihn. Du müsstest nochmal nachgucken, was der... Ja, mach ich. Ich mach den eben. Also das müsste easy zu machen sein. Ich habe auch noch sonst... Ja, ja. Ne, wir haben alle. Hide, also haben wir aber auch komplett. Perfekt. Ich habe schon. Nice one. Ich tue noch den Rest rein. Wie schnell die einfach getamed sind, ja. wenn die halt mit Prime Meat und nicht mit irgendwelchen Major Berries zählt ja, und eben, so, ne? Eben, das ist einfach der Unterschied, weil mit normalem Fleisch wäre er ja auch langsam. Aber dadurch, dass er, dass man so das besondere Fleisch nutzen kann, geht's halt viel, viel schneller. Oh, und dann müssen wir auch unbedingt noch unseren roten Job da hinten holen. Ich habe komplett Flak wieder angezogen und es ist zwar heiß, aber jetzt nicht so heiß, dass wir Leben verlieren würden. Es geht noch. Aber es sieht irgendwie auch viel passender aus, wenn man hier in diesen anderen Klamotten rumeiert, anstatt irgendwie mit einer kompletten Flakrüstung. Ist der nicere Vibe. Ich zieh auch mal an, ja, mir ist dann leicht zu heiß. Ach, sieht einfach viel cooler aus so mit den, mit den Clothes. Ich lass mal ein Clothes-Ding an. Sabine, Sabine. Krass, aber das ist der letzte dauert dann wieder, ne? Letzten, ja. Der hat halt jetzt nachgefressen, was worauf wir die ganze Zeit quasi schon gewartet haben, als wir unterwegs waren. Und ich jetzt braucht er halt wieder. Ich frag mich gerade, ob ich halt laufen soll zum roten Drop schon. Aber ich will eigentlich mitbekommen, wie unser wichtigster Dino, nämlich der zweite Sabertooth, wie der hier rankommt. Oh, jetzt hänge ich in ihm drin. Oh. Hopp. Tür auf, Tür zu. Tür geht auch nicht mehr auf. Weil ich auch die ganze parallel auch aufmache. Die kannst du nach außen aufmachen, ne? Ach, ja. Ich mach die nach außen auf. Ja, immer in die andere Richtung, als man selbst gerade ist. Aha. Aber jetzt habe ich schon so lange gewartet, jetzt will ich auch ganz warten. Oh! Nicht, dass der rote Drop gleich weg ist. Ja, ich flieg vielleicht einmal hin, oder? Ja, flieg ich hin. Flieg auf jeden Fall, das ist ein roter Drop. In dem Moment locker würde jetzt hier, würde das hier gerade genau fertig werden. Okay, wir gehen hin, Leute. Roter Drop, können wir ihn aufmachen? Da könnten richtig starke Sachen drin sein. Da muss ich einmal auf die Geburt von Sabine. Wir können ihn öffnen. Mit den roten können wir. Hast du nachgeguckt, oder? Wir können ihn öffnen, ja. Okay, okay, okay. Ich lande. Ab Level 70. Wir machen auf. Boah, nur noch 20 Health, okay. Ein Riot Shield Ramen. Ein Monster Sauer. Ein Flak Chess Piece in Ultra Gut und Riot Boots. Ein Flak Chess Piece in Ultra Gut? Ja, es ist eine Hammer-Rüstung, die wir da bekommen haben. Eine ultra-kranke Rüstung. Nein, ehrlich jetzt? Ja, ich will so schnell es geht zurück. Ich sehe immer hier schon White Female Sabertooth. Ich gehe jetzt immer noch. Ich sehe jetzt, wann er gezähmt wird. Alter, und 82 Leben nur. Ist so krank. Es war so knapp. Ich hätte es fast verkackt. Aber es hat funktioniert. Sabine ist noch am Leben. Ich gucke mir gleich an, was wir eingesammelt haben, Leute. Jawohl! Sabine! Sie sieht so geil aus. Weil sie sieht einfach aus wie ein Tiger. So, zeig sie. Sie hat gerade mal 1600 Leben. Das ist echt nicht so viel. Ja, ne? Die muss jetzt erstmal... Wir gehen direkt los. Komm, rauf da. 152. Komm, also ich muss sie dir rausholen, glaube ich. Oh, aber sie hat richtig viel Melee-Damage. Schon genauso viel wie Sebi. Stark. Von Werk aus. Level 209. Ich glaube, wir werden sowas von... Werden wir hier einfach... Also rasieren. 209 und 212, jetzt schon. So krank.
Aber du kriegst es nicht so richtig gebacken, habe ich das Gefühl. Doch, doch. Wir sind schon da. Da ist die Sabine. Ach so, die ist draußen. Ich dachte, die wäre immer noch drin. Nein, sie ist drin. Wie können wir nach, was wir bekommen haben? Ein Ascendant Mosasaur Saddle. Der ist für ein Mosasaur, also für das Unterwasser, für ein Unterwasser-Dino. Ich glaube, der ist nicht schlecht. Der hat 112 Armor, das ist schon stark. Ein Ramshackle Riot Shield. Damit kann man auf jeden Fall Angriffe blocken. Ein Mosser, den meinte ich übrigens. Das ist der, den ich, wo ich letzte Mal nicht drauf gekommen bin. Ich meinte einen Mosser. Das ist ein kranker Unterwasser-Dino. Macht aber erst, wenn wir eine feste Unterwasser-Base machen. Du hast Plesio gesagt. Und ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Du hast eh schon Mosser gesagt. Wir haben ein Journeyman Flak Chess Piece. Also, der hat 223 Armor. Das ist ultra geil. Ultra gut, also unser normales... Das ist mit das Beste, was man so finden kann. Ja, es gibt das Gelbe halt noch, wo wir den einen Sattel von haben. Ja, aber dass wir überhaupt so eine OP-Flak-Brust bekommen haben, so ein wichtiges Piece einfach. Also ich meine, die normale hat 100 Armor und die hat halt 223 Armor. Das heißt, man kriegt nur geisteskrank gut. Halb so viel Schaden damit und man kriegt ja eh schon wenig Schaden damit. Das ist ultra heftig. Und Journeyman Riot Boots provides heavy physical protection and reduced physical torpor, but provides almost no protection from the elements. Okay, aber ist trotzdem eine sehr starke, also für was Schaden angeht, ultra stark. Ich will einmal mit dir losgehen. Sebi? Mhm. Wir beide gehen jetzt hier einmal an Land. Und wir schauen mal, was wir hier beide jetzt finden. Komm, reit neben mir. Ich hab 9 Level-Ups oder so, ne? Ja, pack die da rein, wo du willst, ne? Ja, ich weiß aber nicht so richtig, wo rein. In bisschen Leben auf jeden Fall und dann in Angriffsschaden. Schön angeschaut. Voll auf Angriff. Okay. Leider können die nicht roaren. Ich habe gerade Rechtsklick und C probiert. Das wäre noch geil, wenn die so ein Roar machen könnten. Ja, das würde auf jeden Fall stark zu dem passen. Aber jetzt will ich mal sehen, was passiert, wenn wir mit den beiden angreifen. Wir sind halt auch so super mobil einfach mit den zwei, weil die halt echt klein sind. Du kannst springen, die haben richtig gut Stamina, ne? Also auch gerade eben. Du läufst halt die ganze Zeit mit rum. Stimmt. Unten ist ein Kano, hier komm. Jo. Komm da rein. Moin, Jungs. Let's go! Boom! Und easy down, Junge. Alter. Null Problem. Und die farmen. Direkt Feierabend. Die farmen ohne Ende. Hier, schau, was wir hier noch bekommen. Ein kleiner Pulmon Scorpius. Daneben haben wir noch einen Adler. Es ist halt einfach. Kein Problem. Ich mach 135 Schaden. Du machst 153. Krank. Und mit jedem bisschen, was wir jetzt gerade machen hier, bekommt ja auch, es sind ja gerade hier noch neue Level. Level up, Level up, Level up, Level up. Yep. Also, das geht einfach. Oh, jetzt kommen sie. Jawohl. Kommt zu uns. Lasst euch töten. Guck mal, wie das viel Schaden wir machen. Das macht denen ja gar keinen Spaß, ne? Das geht ja so schnell. Das ist einfach nur krank. Und wir haben nicht mal ein großes Problem mit Stamina, ne? Also, bei manchen anderen, die wenn Stamina man... Stamina ist geil von denen, ja, ne? Und ich glaube, das hat gerade Raw Primate gegeben sogar. Also, manchmal gibt's das. So, Health gehen wir auf jeden Fall hoch. Die sollen mindestens 3000 Health haben. Ja, safe. Und den Rest dann rein in Melee-Damage vor allem. Krankes Teil, Leute. Also, wir sind jetzt richtig gut unterwegs. Früher haben wir uns noch hier, wollten wir so einen Raptor haben. Und jetzt schau mal, Izzy, wenn ein Raptor hier kommt... Der kann so uns gar nichts mehr. Ich gar nicht dahin. Da ist schon vorbei. Da ist er, ja, ich warte extra auf dich. 3, 2, 1, boom! Tot. Das ist Dizzy versus Dinos. Morgen 14 Uhr. Und 44 Height einfach von einem Raptor jetzt. Ich habe ja, mein krank. Inventar war leer. Ich habe 95, jetzt schon 95 Chitin. Es ist krank, Leute. Und wir laufen hier gemeinsam, laufen und springen über die Insel. Morgen geht's weiter 14 Uhr auf dem Kanal von Izzy. Mal gucken, was wir dann noch alles hier mitmachen. Aber bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und ciao. Ciao!